Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist Marc Hagenbeck, der Mann hallo. Mit der Mütze. Früher war das Helmut Schön. Ja. Sagt dir nichts, gell? Das war auch ein Tennisspieler, ne? Mhm. Und ich bin der Sashi, er hat von Fußball keine Ahnung, das weiß man ja, deswegen haben wir ja immer schön die Fußballthemen zum Marc rübergeschoben, ja, damit der Marc auch gut erklären kann und sich reinfinden muss. Mhm. Ja. Heute haben wir den 11. Juli und am 11. Juli hat Geburtstag Giorgio Armani. 1934 geboren, Giorgio Armani, am 11. Juli, und der ist ja dieser Modedesigner und so ein Zeug. Kennst du Armani? Ich wollte gerade fragen, bei welcher Mannschaft der gespielt nee, hat. Nee, das ist kein italienischer Fußballspieler, sondern das ist ein Modedesigner. Da kenn ich doch Armani natürlich. Armani. Armani. Dolce Gabbana. Aha. Ja. 11. Juli. Ja, ich würde sagen, 11. Juli, kommen wir mal zu einer Fußballinfo. Hey, super. Am 11. Juni 2010 bei der Fußball-WM gewinnt Spanien das Finale gegen die Niederlande mit 1:0 in der Verlängerung. Ui. Ja, das war ganz schön fies, weil die Holländer besser waren. Mhm. Und der Robben ungefähr 400 Mal auf den Iker Casillas zugerannt ist und das Ding nicht reingemacht hat. Ja. Ja. Und die wurden meiner Meinung nach auch schlecht behandelt vom Schiedsrichter. Ja. Ja, hast du auch live gesehen wahrscheinlich? Ja. Ja, genau. Mhm. Ja, Holländer damals im Finale. Genauso wie 1974 gegen Deutschland. Ich wollte es gerade sagen, ja, ganz genau, wie 74. Aber haben es wieder nicht geschafft. Nee. Sind nie Weltmeister geworden, die Holländer. Nee. Aber schon im Finale gewesen, naja. Ich war mal in Holland im Urlaub. Ach, das wolltest du jetzt mal überleiten auf was anderes, was du kennst. Ja. Ja. Holland ist ja ein schönes Land. Holland ist ein schönes Land. Ja. Ich war ja schon in Amsterdam. Mhm, das haben wir schon geklärt. Ja. Schon öfter. Und da kann man auch Spaß haben. Ja. Am 11. Juli ist aber auch Internationaler Weltbevölkerungstag. Apropos Spaß haben. Ja. Wird immer mehr. Warum? Wegen Nöke. Nöke, nicht betale, sagt man in Holland. Mhm. Nöke in der Köke. 11. Juli, was noch? Ja, 1975 geben die chinesischen Behörden die Entdeckung der Grabanlage des ersten Kaisers, Qin Shi Huangdi, bei Xi'an bekannt. Also sagt einem so erstmal nichts, aber das war dieses Grab mit diesen Terrakotta-Kriegern, mit diesen 700. Achso, das ist in Chinanesien? Genau. Ah, okay. Da hatten die doch diese große Halle drüber gebaut, ne, über diese Terrakotta-Krieger. Und ja, super Wahnsinnsfund eigentlich. Ne. Das war, also da wurde es freigegeben? Da wurde es freigegeben, genau. Okay, für die Öffentlichkeit? Nee, die haben diese Entdeckung bekannt gegeben. Ach so. Und danach wurde es dann freigegeben, ja. Ah, okay, ich verstehe. Ja, also die mussten ja erstmal ein bisschen Geheimhaltung und so. Ist ja klar, weil wegen Grabräubern, ne, klar. Ja, ja. Ich meine, so ein Terrakotta-Soldat, wenn du so einen im Wohnzimmer stehen hast, das ist schon was. Ne? Das ist ein paar Milliarden, tausend Euro wert. Da wären bestimmt ja einige scharf drauf gewesen. Ja. Wir haben heute den 11. Juli. Morgen sehen wir uns wieder am 12. Juli mit ganz viel Wissen wieder. Daily, deine tagesloses Angeberwissen steht ja für ganz viel unnützes und nützes Wissen. Wir sehen uns morgen. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss.